Und damit sei gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodim, zu, ja, einem weiteren, zur zweiten Staffel von Quarantäne Trash. Ja, wir spielen Scamp Hi-Hat. Hey, fuck, das klingt ja schon so sonderbar. Ja, es ist zweite... Wie kann man es am besten nennen? Zweite Infektionswelle, zweite Lockdown-Sache. Und hab während des ersten Mals habe ich ja schon mal. Das klingt wieder ganz falsch. Ihr wisst, was ich meine. Anfang des Jahres habe ich ja schon mal so eine Corona-Trash-Reihe gemacht und nun geht es jetzt hier als erstes Spiel gleich mit diesem Spiel los und ja, die, die nicht wissen, was gemeint ist, schauen einfach mal in die Playlist rein. Weiß nicht, ob es dieselbe ist, ich verlinke es auf jeden Fall in Endcard. Und in der Videobeschreibung und überall anders in der Infobox wahrscheinlich auch einfach mal immer reingucken. Das ist auf jeden Fall, ja, es ist mal wieder Corona-Trash-Zeit, Quarantäne-Trash, wie ich das Format so liebevoll nenne. 6 tolle oder weniger tolle Projekte, die jetzt hier angespielt werden von mir im Netztest. Mal Options. Kamera Sensitivity, oh ja, aber unbedingt mal runterstellen. Und während Kamera Volume, komm auch mal ein bisschen, wer weiß, wie laut das noch wird. Sind es ist, ja. Controls, ach du Schande. Müssen wir jetzt hier mit, ja, ich habe jetzt hier natürlich keinen Controller mit dabei. WASD, das ist schon mal sehr gut. Jump. Ja, wir werden es rausfinden. WASD ist schon mal ganz gut. So, okay. Credits. Ja, gut. Dann machen wir mal Start. Schauen wir mal rein. Was gibt's denn hier? New Game. If you start a new game, your original progress will be lost. Das Jugendwort des Jahres 2020. Lost. Ja. 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 Continue. Big Hat Games. Und gleich eine Errungenschaft eingeschaltet. Na toll. Scamp. Scamp. Das ist also Scamp. Scamp. Can you hear me? Unfortunately. Und es sieht erstmal gar nicht so scheiße aus. Also die Grafik. Also. Yes. Oh no. Am I dead? Yes. I'm too young to die. I had so many things I wanted to light on fire. Oh, the humanity. Also die Qualität, die Grafikqualität. Yes. Wait. Eh, whatever. Listen, dummy. Ich meine, wir können jetzt über den Text drüber quatschen. Ich verstehe es sowieso nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht. That sounds like a personal problem. Ist Englisch. Na, ihr vielleicht schon, aber ich nicht. Verstehe eh nur die Hälfte. Hell is lovely this time of year. Scamp. Fine, fine. I'll help you, but only because I want to get out of here every once in a while. Perfect. I can see you and help you telepathically. Privacy? Sheesh! Just head towards the summoning pentagram I've created so you can get over here. Es gibt nicht mal Untertitel. Jump press A. Aha. Nee, eben nicht A. Achso, doch, auf dem Controller würde ich da A pressen. Der kann aber ziemlich hoch springen, meine Fresse. Das werden wir wahrscheinlich auch nötig haben. In Jump and Run hier. Double A. Gut, da sind wir jetzt erstmal gestorben. Und werden gar nicht zum Anfang zurückkatapultiert. Aua, LT. Ja, was war denn das jetzt?
Ja, was war denn das? Was ist denn jetzt? Hoher LT. Ich dachte, war das noch gleich? Aha, okay. Er ist dafür da. Aber. Gut, das lassen wir, damit ist irgendwas, wenn wir es auch so können. Show Clone to Swap Places. RT plus B. Was ist jetzt? Muss ich mir die Steuerung nochmal angucken. Options. Controls. RT plus B. RT ist. Top Controls MRT. Doppelklon ist C. E ist Teleport. R ist Perfect Shield. Interact ist F. Also C. Was war hierfür? Ach du Scheiße. Jetzt haben wir einen Klon. Mhm. Können wir den anderen steuern oder was? Aber wir müssen doch den anderen steuern, oder was? Nee, verstehe ich nicht. Was will das hier von uns? Troll clone to warp place. Okay, wir können den Troll. Muss ich nochmal in die Controls gucken, so langsam irgendwann kriegen wir das hin. Dump Clone. Show Orb. Left Click, Right Click, Hover. Right Click ist Hover, okay. Quick Swap, Teleport. Teleport ist ewig, könnte das notwendig sein. Aha. Ach so. Kann man es zum. Den Kollegen teleportieren. Ah, okay. Ach so, da werfen wir dann den Käse hier. Das ist dann darüber. Ah, okay, jetzt ist er da drüben. Jetzt können wir mit E Plätze tauschen. Ah, okay. Bis A und RT. Nee, irgendwie nicht. Jetzt müssen wir ihn darüber werfen. Verstehe. Das war wohl nix. Nächster Versuch. Wie so ein, wie eine Enderperle in Minecraft. Kann man sich das vorstellen. Bloß, dass dann der Klon dorthin geht. Verdammt. Jetzt sind wir wieder hier. E. Nicht ME, sondern nur E. Na komm. Okay, das muss noch ein bisschen üben. Und die Spielmechanik, das ist doch gar nicht. So übel finde ich das nicht. Mit E da nichts rüber. Also das ist doch eher so. Es ist einer dieser Kosten, also die Spiele, die ich jetzt hier spiele, zumindest die ersten vier, sind kostenlos auf Steam. Die letzten zwei habe ich von Money geschenkt bekommen. Also dafür, dass das kostenlos auf Steam ist, also für ein kostenloses Spiel auf Steam, finde ich das ist doch, ist das hier, es hat doch hier, ich meine. Ist Trash fast eine Beleidigung? Will ich doch fast so sagen. Ah, jetzt steht er da mal drüben. Ah, okay, so können wir es hinkriegen. Und wenn wir jetzt ihn. Wenn es gut genug springen würden und dann hier.
da drüben landen würden, dann könnten wir gleich rüber. Da steht ja eine Anweisung A und RT. Müssen wir gleich mal gucken, was das bedeutet. Tue ich mich. Oha! Ist der Klon gestorben. Und E. Prinzipiell, wenn wir es in Luft schaffen würden, noch zum E zu drücken und wenn wir den dann drüber gekriegt hätten. Ja. A und RT. So langsam lernen wir die Steuerung. A und RT ist erstmal Jump und Throw. Ja, das habe ich schon, das habe ich raus. Das habe ich raus. Podcast. Jump und RT. Das hatte ich schon von selbst herausgekriegt. Na, sehr gut. Er war doch schon drüben. Ich habe ihn schon spawnen gesehen. So. Wir müssen am besten auf der Plattform hier bleiben. Ist aber ein bisschen eng hier mit dem. Da kommen wir nicht rüber. Ist hier wirklich ein bisschen eng. Wir müssen im Sprung einen Lauf nehmen und dann hier. Na komm. Ja, wir müssen höher. Wir haben zu weit unten geschossen. Ja gut, ist halt so ein bisschen kostenloses Spiel und so weiter. Ich schieb's hier schon wieder aufs Spiel. Wenn wir es gut schaffen, müssen wir eigentlich im Sprung dann gleich E drücken können und dann. Warum ist die Insel so weit weg? Das war nochmal Hover. Also da haben wir den hier erstellt. Ja, können wir uns wieder hoch teleportieren. Das geht theoretisch. Na komm. Jetzt kriegen wir es mal hin. Zu tief geworfen. Dass das auch hier vom Rand rausgeht, das ist ein bisschen. Ja. Ach, Doppelsprung, das bringt's vielleicht. Ja, gut. Ja, das war doch. Ist auch mit runtergefallen. Na komm, das kriegen wir doch hier mit Doppelsprung. Von der Kante aus hier. Na komm, es ist immer noch zu weit. Und eh, verdammt. Theoretisch machbar. Doppelsprung und dann. Das scheint mir wirklich ein bisschen weit. Wie weit können wir vorgehen? Er ist sehr weit entfernt hier, mein lieber Scholli. Und eh. Ne, die fällt mit runter. Gut, bevor wir uns jetzt hier noch ewig beschäftigen, liegt das hier noch an meinem Skill am Ende. Das liegt ganz bestimmt an meinem Skill. Zu spät geworfen. Theoretisch kann man dann im Sprung auch, wenn man es richtig macht. Ach, da ist das Ende. Oh, wir sind selbst überlebt. Im Sprung. Na komm, kleiner Teufel. Na toll, jetzt kommen wir da nicht hinter, weil wir hier sind. Oh, sehr gut. Wir sind hier. Okay, jetzt müssen wir noch auf die letzte Plattform kommen. Da habe ich keinen Bock mehr. Ach komm. Nee, komm, das lasse ich jetzt, wenn wir jetzt hier, wenn es jetzt so weitergeht.
Du mich noch umsonst gefallen haben lassen, aber da, wenn ihr neu seid, wir sehen uns im nächsten Quarantäne-Trash morgen wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Lasst euch nicht klein kriegen von der Krise. Bleibt in der Quarantäne stabil. Bleibt stabil, bleibt frisch, bleibt haltet durch. Ja, macht euch nicht fertig. Bis dahin. Ciao, ciao.